Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Und ich bin die zweite von insgesamt 6 Erdenengeln in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, euch Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin und wer möchte, kann sich auf diesem Weg von mir oder Erzengel Heike mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Ihr findet hier meine E-Mail-Adresse, meine Homepage sowie den Link zum Kanal von Erzengel Heike und auch meine verwendeten Kartendecks. Wenn du also rechts neben dem Videonamen oder unterhalb davon auf das klein und dick geschriebene Wort mehr klickst, dann geht die Infobox auf und darin findest du alles. Du findest hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. An dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung deine Energie eingefangen wird. Darüber hinaus erhältst du in einer persönlichen Legung zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst und auch nicht erhalten wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Also zieh dir keinen Schuh an, der dir nicht passt, weil er nicht zu dir gehört. Fühle und höre gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und das kann ein Wort, ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die komplette Legung sein. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehst. Und beim nächsten Mal mag das schon wieder ganz anders sein. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir jetzt in dieser Legung nicht schön und leugne nichts weg, denn damit schadest du dir nur selbst. Du blockierst dich dadurch in deiner eigenen Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal wäre für dich. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechtsneutral. Das heißt, fällt hier ein König, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat.
Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich ebenfalls ausspreche, und zwar genau so, wie ich sie reinbekomme, also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Ja, und ich möchte das nur als Vorwarnung sagen, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann auch sehr wohl sehr bestimmt, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach Seelenplan. Das ist quasi das Drehbuch deines Lebens. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte vergiss da nicht, die Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich aber auch über ein kostenloses Like von dir oder einen Kommentar als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. Herzlichen Dank an euch für eure lieben Kommentare, für eure Likes. Und danke, dass ihr hier seid und jetzt hier zuschaut. Und jetzt wollen wir einmal schauen, was uns die heutige Legung bringen mag. Was darf ich dem Kollektiv hier heute sagen? Was muss gesagt werden? Welche Energie ist heute im Felde, die wichtig für das Kollektiv, für alle die, die zuschauen sind. So, dann fange ich einmal an, dies auszulegen. So. Welche Energien mögen jetzt noch fallen? Welche Energien sind jetzt wichtig? Was muss heute? Oh, war jetzt hier unten eindeutig zu viel. Diese nehmen wir schon mal. Und dann muss ich noch mal weiter mischen. Mann, das war jetzt eindeutig zu viel. Was übergeben, um noch richtig zu sagen? Was darf hier noch gesagt werden? So, gibt es noch Energien, die heute hier in dieses Kartenbild passen, was die Aussage verstärkt und bekräftigt, gesagt werden muss. Ja, bitte noch eine Karte. Bitte noch eine Karte. Die ist richtig rausgesprungen und ja, der Turm ist rausgesprungen. So, ich lege euch das nochmal aus, ein bisschen mehr mittig,
damit wir all das sehen können. Nicht nur ich. Ich hätte gerne noch eine Klärungskarte zu der Königin der Schwerter, die sich hier direkt auftut. Was bedeutet die Königin der Schwerter? Was ist zu der Königin der Schwerter anzumerken? So, ihr Lieben, Entschuldigung, ich musste einmal kurz unterbrechen, da einige Karten runtergefallen waren, die ich jetzt noch hier angefügt habe. Und im Übrigen kam just zu der Zeit der Postbote, dem ich die Tür öffnen musste. Und der ein Paket und Nachrichten gebracht hat. Und die Dinge, die während einer Legung passieren, geschehen, sind auch immer zu beachten. Also werden wir die Pakete, die jetzt auf uns zukommen, die Nachrichten hier mit in die Legung hineinnehmen. Du bist hier die Person des Königs der Kelche. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe das jetzt mal hier an die Seite angelegt. Es ist eine Energie, Wasserenergie, ja, das Wasserelement. Und es könnte das Sonnenzeichen Krebs, Skorpion, Fische sein. Sonne, Aszendent, Mond. Aber es geht darum, dass du das Wasserelement repräsentierst. Es ist ich sehe gerade, das ist der Bube der Kelche. Der Bube bedeutet, dass du keine alte Person bist, sondern eher eine jüngere Person. Du bist sensibel, hilfsbereit, sehr gefühlvoll, sanft. Und wie gesagt, die Sternzeichen, das Element habe ich gerade schon genannt. Für dich steht jetzt ein Neuanfang vor der Tür. Etwas steckt noch in den Kinderschuhen, aber du wirst das Verständnis entwickeln dafür. Du wirst Unterstützung bekommen, weil auch die Chance auf Glück und Liebe hier angezeigt ist. Ja, eine Chance haben wir hier schon. Wir haben wieder die zwei der Kelche, die auf einen Herzensmenschen hinweist, auf dein Gegenüber, auf die Person, die du immer in deinem Herzen trägst, in deinen Gedanken trägst. Und es geht darum, auch aufeinander zuzugehen, gemeinsam zu arbeiten. Es geht darum, sich zu versöhnen und auch eine liebevolle Begegnung herbeizuführen, in der wir voll Verständnis aufeinander zugehen, voll Verständnis füreinander da sind, für alles, was wir auf dem Herzen tragen. Es werden hier aber Dinge geschehen, weil zurzeit fühlst du dich belastet. Da gibt es etwas, was dir Stress und Bedrückung bereitet. Du mutest dir gerade eine Menge zu und du hast sicher das Gefühl, dass du an deine Grenzen stößt, dass du absolut dich belastet fühlst, überfordert fühlst von den Verpflichtungen, die dir durch den Kopf gehen
Und du hast das Gefühl, es wächst mir alles über den Kopf. Und das wird damit zu tun haben, dass die Karten, die gerade noch erklärend zu der Königin der Schwerter gefallen sind, die stellt jetzt keine Person dar. Ich bekomme rein, dass die Königin der Schwerter etwas mit Amt und Behörden, also mit Ämtern und Behörden zu tun hat. Keine spezielle Person. Es scheint eine Nachricht zu kommen. Ja, wir haben hier den Turm. Ja, das ein Weckruf. Es gibt einen Weckruf durch ein äußeres Ereignis, was auf dich zukommt. Ein Turmerlebnis, was alte Mauern einreißt. Ein Turmerlebnis, wodurch wir uns aus alten Gedanken befreien und der uns zum Nachdenken zwingt. Es nicht nur zum Nachdenken, sondern es scheint hier ein Krieg, ja, eine Gedanken, die dich verwirren, Gedanken, die dich beschäftigen, vorgeherrscht zu haben, ja, die dir auch Ängste und Sorgen gemacht haben. Aber es geht jetzt hier darum, das Alte, was nicht mehr dienlich ist, loszulassen, um, auch wenn es schmerzhaft ist, es wird etwas zusammenbrechen, weil sich eine bestimmte Situation auflösen muss. Es lag und liegt ein Gewitter in der Luft, ja, und durch dieses Gewitter, durch die Dinge, die da jetzt kommen, und die Zeit ist jetzt im Februar, wird sich etwas klären, wird etwas bereinigt werden. Und das Ganze hat auch etwas mit einer Person zu tun. Eine Person, ja, der Herrscher, der eine dominante Person, eine Person, die dir vielleicht Struktur geben mag, aber die genauso gut dich immer in die Verantwortung genommen haben. Also die Person hat dich in Verantwortung genommen, die dich diszipliniert hat, die dir Struktur aufgezwungen hat. Diese Person hat dir nicht gut getan. Die Person hängt zusammen mit dieser Angelegenheit von Ämtern, Behörden. Es mag auch Polizeiangelegenheiten sein. Und da gilt es genau hinzukommen. Aber wie gesagt, es wird sich hier durch ein äußeres Ereignis eine Klärung ergeben, die dir die Chance bietet, sich zu befreien, sich neu zu entfalten, weil wir jetzt auch in die Handlung kommen. Das ist ein Weckruf, ja, das Gericht. Altes, was wir auch vergessen haben mögen in der Vergangenheit, was wichtig war, wird jetzt wird wieder in unser Bewusstsein dringen, wird uns wieder klar gemacht, ja, eine Erkenntnis, durch die wir eine Lösung finden, für diese Angelegenheit einer Amtsperson, einer dominanten Person, einer Person, die unser Leben bestimmt und beherrscht hat, ja, wo auch Disziplinierung einherging, ja, die Ordnung auch aufgezwungen hat im Leben. Es wird hier auf jeden Fall eine Klärung kommen, die eine Chance in sich beinhaltet. Du bist hier im Rückzug gewesen oder befindest dich noch im Rückzug. Du bist und fühlst dich allein. Du wolltest, und es war wichtig für dich, zur Ruhe zu kommen. Du musst deinen eigenen Weg finden.
und Erkenntnisse sammeln. Ja, das liegt schon länger an. Du befindest dich schon länger hier im Rückzug. Aber diese Zeit war wichtig, um alle Schatten, die du in dir trägst, ja, die Schatten der Vergangenheit, die Schatten der Kindheit, die Schatten der Unklarheiten, die sich aufgetürmt haben, in der Vergangenheit bis heute zu beleuchten. Ja. Es geht darum, der Eremit beleuchtet die Angelegenheiten. Und er bedeutet auch, dass wir dienen sollen, ja, und ganz besonders sollen wir uns selber dienen, indem wir Erkenntnisse sammeln, die uns weiterbringen auf diesem sehr schwierigen Weg, ja, der uns sehr belastet hat. In dieser Angelegenheit mit dem Herrscher mögen auch andere Personen beteiligt gewesen sein oder sind beteiligt. Ja, es sind andere Personen beteiligt in dieser Angelegenheit. Aber ihr werdet aufgefordert, diese Herausforderungen, die jetzt kommen, ja, die schon in der Luft liegen, weil es ist eine kurze Zeitdauer, der Turm, das geschieht jetzt innerhalb von 16 Stunden, 16 Tagen, auf jeden Fall im Februar. Dieser Februar wird es in sich haben, in Bezug auf Umbrüche, Erkenntnisse und Neuanfänge, Dinge neu zu starten, weil Altes, was nicht mehr dienlich ist, was uns belastet hat im Leben, was uns gehindert hat, voranzugehen, das jetzt aufzubrechen, ja, durch das, was jetzt kommen wird, wird dieses aufgebrochen. Und das müssen wir versuchen, obwohl sich das alles erstmal sehr schwierig dargestellt hat und vielleicht auch noch darstellt, beinhaltet, ja, auch dieses Turmerlebnis eine große Chance zu verstehen, ja, deswegen der Eremit, der Rückzug, den wir brauchten und vielleicht gerade noch brauchen, ist notwendig, um zu verstehen, um die Chance zu ergreifen, die sich uns jetzt bieten wird. Wir müssen hier irgendetwas in die Hand nehmen. Wir müssen rauskommen aus dem Jonglieren. Ja, das hatte ich ja auch. Aus dem Jonglieren der Möglichkeiten müssen wir rauskommen und in den Neuanfang gehen. Ja, es wird sich ein Neuanfang bieten. Eine neue Lebensphase beginnt. Und wir sollten offen und neugierig sein, weil das wirklich sehr, sehr gute Chancen sind, die hier immer wieder dargestellt werden. Gute Chancen für einen Neuanfang. Und du kannst davon ausgehen, dass auch Gott Vater an deiner Seite ist, der dich führen wird aus den Möglichkeiten, die dich bisher, diese vielen Möglichkeiten, wo du nicht weiter wusstest, ja, wo du gehindert und gehemmt warst, weiterzugehen, nun zu erkennen, was ist der einzig klare Weg, was habe ich zu tun. Und diesen Weg werden wir auch mit Fleiß und Ausdauer gehen. Wir werden die Sicherheit finden. Wir werden sehen, dass sich aus den Schritten, die wir tun, die Dinge stabil entwickeln und uns auch neue Festigkeit geben. Denn über das Ereignis, ja, über den Weckruf, der auch andere Personen betrifft, kommen wir
zu einer sicheren Ausgangsposition. Es ist so, dass wir sehr gute Aussichten auf Erfolg haben. Es wird sich positiv gestalten, dieser Weg, diese Schritte, die wir jetzt gehen. Gott Vater ist an deiner Seite und du kannst mit Zuversicht in dein Wachstum schauen. Ja, es werden sich die Dinge so entwickeln, so wachsen, dass der Erfolg hier schon sichtbar ist. Ja, auch der Erfolg, der ja auch hier mit den zwei Kelchen in Verbindung liegt, in eine wunderbare Zweisamkeit mit deinem Herzensmenschen zu kommen, indem du diese Probleme, die sich hier darstellen, löst. So, und jetzt möchte ich noch einmal fragen, welche Karten mögen noch diese Ereignisse erklären? Was muss hier noch gesagt werden? Lieber Großvater, was muss hier noch gesagt werden? Was ist wichtig, hier noch hinzuzufügen? So, noch eine Botschaft. Eine ist gerade schon rausgefallen. Ja. Noch eine Botschaft. Was ist noch zu beachten? Okay. Dann muss ich mal einmal aufheben. So. Mal schauen. Ja, es ist hier in Spiegelung zu dem Turmerlebnis, was jetzt kommen wird im Februar, wie ich schon sagte, auch nochmal die Bestätigung durch den Sarg gefallen. Ja, der Sarg ist, ja, er ist hier nicht als Todesfall zu deuten, sondern es ist die Energie, die Skorpion-Energie, die Energie, die Stirb- und Werdeprozesse anzeigt. Ja? Also etwas Altes muss und wird hier sterben, damit etwas Neues geboren werden kann. Es wird jetzt etwas Neues geboren. Alle Zeichen stehen auf Neuanfang, stehen auch auf Chance und Erfolg, dass hier etwas Neues geboren werden kann. Und dieses Alte hat, wie gesagt, mit diesem Herrscher zu tun. Ja, der Herrscher, der eben hier schon gefallen ist, den ich schon aufgezeigt habe, eine Amtsperson. Ja, es kommt irgendeine Botschaft durch ein Amt, durch eine Behörde. Es mag ein Bescheid sein. Vielleicht kommt auch auf irgendeine andere Art und Weise eine ganz wichtige Erkenntnis, eine ganz wichtige Botschaft auf dich zu, die weitreichende Konsequenzen für dich haben wird. Ja? Weitreichende Konsequenzen. Aber all das wird dich dazu führen, dass du in die Gemeinschaft mit einem Herzensmenschen kommen kannst. Ja, dass du in einer Gemeinschaft ankommen kannst, in einer Partnerschaft, die dir Geborgenheit, eine Lebensgemeinschaft bieten kann, Familie und Glück. Schau mal, ob da noch eine Botschaft kommen möchte, was ich das noch ergänzen kann. Ja. Denn es geht darum, dass du
aus deinem Mangelbewusstsein rauskommst, ja. Dieses Ganze, diese Ereignisse werden dir helfen, dich aus deinem Opfersein, ja, sich als Opfer zu fühlen, das Mangelbewusstsein zu haben, dass es dir nicht gut geht, dass du nicht das hast in deinem Leben, was du dir wünschst. Also aus diesem Mangelbewusstsein herauszukommen, dafür ist dieses wichtig. Ich schaue nochmal, worauf ihr achten sollt. Auf was gilt es zu achten? Was ist jetzt wichtig in diesem Prozess, bei der Verarbeitung, bei der Durchführung dieses Prozesses, um aus unserem Mangel und um aus unserem Opfer, unserer Opferhaltung rauszukommen, ja? Nicht auf sich selbst zu schauen. Denn ja, eine Karte ist schon runtergefallen. Ich will gerade mal schauen, ob da noch... Okay. So. Mal schauen, was hier auf die Erde gefallen ist. So. Also wir müssen hier rauskommen, aus dem Jonglieren der Möglichkeiten, aus den Unklarheiten und aus unserer Opferhaltung. Und du sollst die Dinge nicht so eng sehen. Viel zu schnell nehmen wir etwas persönlich, doch oft ist es gar nicht so gemeint. Bleibe gelassen und fröhlich. Ja, und das hat auch was mit unserem inneren Kind zu tun, hier aus der Opferhaltung herauszukommen, indem wir die Dinge als Zeichen des Lebens ansehen, die Dinge, die Personen, die Geschehnisse, ja, die Situationen, die in unser Leben kommen, die müssen kommen, damit wir das lernen, was jetzt zu lernen ist, um auf unserem Weg eben Schritt für Schritt weiterzugehen. Und insofern versuche möglichst einen gelassenen inneren Zustand in dir zu schaffen. Gelassen zu sein über das, was kommt, weil es wichtig und notwendig ist, dass du erkennst, was zu tun ist, was der nächste Schritt ist. Denn du sollst deinen Platz finden. Du sollst das Gefühl haben, zu Hause angekommen zu sein. Und denn dieses Gefühl gibt dir eine tiefe Ruhe und Kraft. Die Kraft, ich weiß, wo mein Platz ist. Mein Platz ist bei meinem Herzensmenschen. Denn dort bin ich daheim, das weißt du. Wo du bist und bei wem du bist, das ist wichtig für dich. Fühle also Wertschätzung für dein Inneres. Schau auf deinen Selbstwert und schau, wo bin ich zu Hause, wo fühle ich mich zu Hause, wo fühle ich mich sicher und geborgen, wo möchte ich sein und wo möchte ich bleiben, ja, mit welchen Personen. Weil es scheint sich hier von Personen auch lösen zu müssen. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es lohnt sich, für uns einzutreten, ja. Und ich bin sicher, dass du nicht alleine bist, dass da auch andere Personen sind, die an dieser Situation, die besteht und die sich jetzt lösen soll und muss, um Raum zu schaffen für etwas Neues, dass da auch andere Personen beteiligt sind. Du bist nicht alleine. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe an deinen Themen dran. Und halte durch. Du musst jetzt durch einen Prozess, ja, ne, dieser Stirb- und Werde-Prozess, der ist nicht in einem Tag, durchlaufen wir diese nicht, ja, dass wir Erkenntnisse machen, dass Altes gehen soll und muss, wann es nicht mehr dienlich ist, um Raum zu schaffen für das Neue, um Raum zu schaffen für das, was jetzt in unser Leben kommen soll und was kommen muss
und was auch kommen wird. Das ist ein absolutes Ende. Damit sind ein klares Ende und ein klarer Neuanfang angezeigt. Ja. So, dann wollen wir mal schauen, was ich dir noch mitgeben kann, was du brauchst, um diesen Prozess sicher und in Liebe zu dir selber und in Wertschätzung deiner selbst zu durchlaufen, um aus dieser Opferhaltung herauszukommen, um nicht mehr das Opfer der Person und Situation zu sein, die dich umgeben, die jetzt in deinem Leben bestehen. Es ist ganz wichtig, dass du da rauskommst. So, jetzt muss ich fragen, soll hier noch etwas gesagt werden? Was muss mir noch gesagt werden? Was ist mir wichtig? So. Ja, jemand fragt dich hier, gehst du respektvoll mit anderen um? Bist du liebevoll zu Kindern? Nimmst du Rücksicht auf ältere Menschen? Man sollte sich der Verletzlichkeit aller Lebewesen bewusst sein. Ein falsches Wort oder eine unüberlegte Geste kann den eigenen Selbstwert erschüttern. Hast du das auch schon mal erlebt? Und so respektvoll, wie du mit anderen vielleicht tatsächlich umgehst, solltest du auf jeden Fall auch mit dir umgehen. Ja, den Respekt vor sich selbst zu haben, den Respekt und die Liebe zu dem eigenen inneren Kind auch zu haben, ne? Weil das ist auch ein Hinweis auf das eigene innere Kind, dass wir sehen sollten, wie geht es mir, ja, was wünsche ich mir, wo möchte ich hin, wo möchte ich sein und was kann ich dafür tun, ja, wo kann und sollte ich jetzt kämpfen, damit ich den Platz finde, der mir Liebe und Geborgenheit gibt und der mich ankommen lässt in Liebe, Harmonie und Frieden. Erkenne dich selbst. Voller Überzeugung meistere ich meine Lebensaufgaben. Ich bin in jeder Hinsicht erfolgreich, da alles, was erfolgt, meine Entsprechung ist. Dazu erkennen, dass alles, was ich brauche, um zu kämpfen, um für mich einzutreten, in mir ist. Es ist bereits alles da. Ich habe alle Anlagen und Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein, um mich meinen Lebensaufgaben, die absolut hier angezeigt sind in der Vergangenheit und jetzt zu ihrem Höhepunkt kommen, die auch erfolgreich zu meistern. Ich werde es schaffen. Kein Kompliment verdient es, zurückgewiesen zu werden. Nimm jedes Einzelne mit Freude an. Wenn du es in Frage stellst, stellst du dich selbst in Frage. Tust du es ab, das Kompliment, das Positive, dann schwächt es dich. Sei offen für liebevolle Worte, die dir gut tun und die dich von innen heraus stärken. Schaut mal, wie sehr ihr euch selber diesen Selbstwert geben könnt, um aus dieser Opferhaltung herauszukommen, sich selbst etwas Gutes zu tun, sich selbst zu stützen und zu stärken, indem wir uns nicht niedermachen, vielleicht für Fehler der Vergangenheit, für Unzulänglichkeiten, die wir auch tatsächlich immer wieder an uns feststellen. Da kann ich mich selber nicht ausschließen, dass ich manchmal denke, oh, ich mache das gar nicht gut oder nicht gut genug.
Aber es ist wichtig, das Vertrauen in die eigenen Anlagen und Fähigkeiten zu haben, dass wir es schaffen. Und das Vertrauen bedeutet auch, dass wir uns loben, dass wir uns auch mal selber ein Kompliment machen für das, was wir gut gemacht haben. Denn wir tun jeden Tag nicht nur eine Sache gut, sondern viele Dinge gut und wir denken auch gut. Und es ist ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, was ich alles Gutes bewirken kann durch mein positives Denken, durch die Liebe, die ich in mir trage, für mich selbst und auch für andere. Schauen wir mal, was das Kartendeck von Gilla van Delden hier noch ergänzen mag. Was möchte hier noch gesagt werden? Was muss hier noch gesagt werden? Was ist wichtig für unsere Selbstliebe? Da will sich eine Karte zeigen. Was möchte hier noch gesagt werden? Ist noch etwas. Ich glaube, da hat sich eine Karte umgedreht. Einen Moment. Nein. Ja, es geht darum, auch dankbar zu sein. Empfinde Dankbarkeit für alles. Dankbarkeit ist ein wunderbares Gefühl. Dankbarkeit ist wichtig, jeden Tag zu empfinden und zu erleben. Bist du anderen Menschen dankbar, so entsteht eine liebevolle Schwingung zwischen euch. Sei auch dankbar für deine Kraft, für deine Freunde und die Liebe in deinem Leben. Für alles, was du bisher hast leisten können und für das Gute, was du getan hast. Danke für deine Talente und deine Gaben. Sei deinen Eltern dankbar, dass sie dir das Leben geschenkt haben und für alles, was sie für dich getan haben. Halte jetzt im Moment einmal inne und danke aus tiefstem Herzen für das Vertrauen und die Achtung derjenigen, die dich lieben. Ihr Zutrauen zu dir baut dich auf. So wächst du mehr und mehr in das Bild hinein, das andere als dein wahres Selbst erkennen. Jetzt ist es an der Zeit, Menschen, denen du schon immer danken wolltest, auf irgendeine Weise deine Dankbarkeit auszusprechen. Tu es jetzt. Alles, was du zum Glücklichsein brauchst, liegt in dir selbst. Und wir können eine Affirmation mitnehmen hierzu. Ich bin dankbar für all die Gaben und Talente meines Lebens. Tiefe Dankbarkeit durchströmt mich, weil ich mein Leben liebe und weiß, dass das Leben mich liebt. Ja? Und fühle und spüre, dass du geliebt wirst vom Universum, von Gott Vater, aber auch ganz besonders von deinem Herzensmenschen, ja, der sich hier anzeigt. Und das Dankbarsein für all die schönen Erfahrungen, die wir machen durften, und die wir jeden Tag machen dürften, ziehen wir immer mehr durch diese positiven Gedanken an und ziehen es in unser Leben und manifestieren es dadurch auch. Mal schauen, was die Engel euch noch sagen mögen. Die Engel, die deinen Weg begleiten.
Ja. Was muss denn noch gesagt werden? Was mögen die Engel auf diesem Weg noch mitgeben? Der Engel Maja. Lernen und dich weiterbilden unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Ja, also es ist auch hier ersichtlich, dass schon eine große, starke Lebens- und Lernaufgabe hier im Moment sich in deinem Leben zeigt, ja, die auch schon länger besteht, die sich aber jetzt auflösen möchte. Und wir müssen ja dankbar sein in der Schule des Lebens, dass diese Dinge, auch wenn sie unangenehm sind, wenn sie schrecklich sind und wenn sie das Leben völlig auf den Kopf stellen, dass sie uns geschehen, dass sie passieren, weil wir sollen etwas lernen. Ja? Wir sollen lernen und uns weiterbilden. Und gerade an den negativen Dingen im Leben, ich glaube, das wissen wir, können wir lernen. Denn nur durch die negativen Menschen, ja, mit ihren negativen Gefühlen und Verhaltensweisen, durch negative Situationen, und durch das Auflösen des Negativen, indem wir die richtigen Schritte unternehmen, lernen wir ja und bilden uns weiter. Und das ist im Moment Lebensaufgabe. Das steht in deinem Seelenplan. Und das bedeutet dein persönliches Wachstum. Und das sollen und müssen wir annehmen auch. Denn die Seele will wachsen. Die Seele will sich ja in ihr so sein wieder hineinentwickeln. In das göttliche Sein. Und die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Das ist ganz klar angezeigt. Nicht nur Gott Vater, sondern auch die Engel sind an deiner Seite. Was sollen die Engel dir noch mitteilen? Was darf dir noch gesagt werden? Okay. Also die Karten waren jetzt ganz klar auf den Boden gefallen. Ist da noch eine Botschaft, die kommen möchte? Na, das war's. So. Die Engel fragen dich, was wünschst du dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, jetzt das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Ich hatte gerade schon mal gesagt, und die Karten sprechen miteinander, und das ist wirklich immer wieder faszinierend zu sehen. Es geht um das Drehbuch deines Lebens, ja. Es sind gerade sehr starke Ereignisse, sehr starke Lernaufgaben am Wirken, wodurch du dich weiterentwickeln kannst, und sie werden dich dahin entwickeln und dich befreien von altem Kummer und Sorgen, wenn du dir ganz klar machst, was wünschst du dir? Ja, was sind die wahren Wünsche meines Herzens? Wo zieht es mich hin? Ja, welche Personen sind es? Welche Person, wo es mich hinzieht? Und das weist dir ganz klar den Weg, den du jetzt gehen solltest, auch wenn er schwierig ist. Denn du hast die Erfüllung verdient. Und mache dich offen und sei bereit, das Positive, was in dein Leben kommen möchte, durch diese Transformation
auch zu empfangen. Denn es ist Zeit zu gehen, sagen die Engel. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter. Und das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen, ja, von denen wir hier gesprochen haben, dass hier irgendetwas beendet werden muss mit Person, Situation. Diese Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens. Also es ist Zeit zu gehen. Wir müssen uns lösen von Altem, was nicht mehr zu unserem Leben gehört, was nicht mehr dienlich ist für unsere Entwicklung, auf unserem Entwicklungsweg, auf dem wir uns unser Leben lang befinden. Und wir wollen, die Seele möchte sich immer weiterentwickeln. Und dazu ist es eben auch notwendig, alte Verträge, alte Seelenverträge aufzulösen, um Raum zu schaffen für die neuen Seelenverträge, die sich nämlich direkt anschließen werden. Sobald wir das alte Negative, was nicht mehr dienlich ist, und Verträge, die ausgelaufen sind, sobald wir die loslassen, sobald wir gehen, und die Karte zeigt eindeutig, es ist jetzt Zeit zu gehen und sich aufzumachen. Es ist Zeit, die Dinge zu beenden, die zu beenden sind, um startklar zu sein für diesen Neubeginn, ja, der auch hier angezeigt wurde, durch den Narren. Die Karten sprechen miteinander. Um sich offen zu machen für die neue Phase, den neuen Zyklus, der jetzt durch die Wiedergeburt in dein Leben kommen möchte. Und die Karte kennt ihr vielleicht aus anderen Legungen, die jetzt hier gefallen ist. Das ist natürlich eine super schöne, glückliche Karte. Zeigt auch die Community an, wo es hingehen soll. Eine Hochzeit. Es geht um eine Hochzeit. Es geht um eine Hochzeit, wo deine Seele hin möchte. Deine Seele ist schon lange auf dem Weg. Nur ist sie in den Schatten gelaufen. Ja, sie musste die Schatten anschauen. Die Schatten, die wir in Licht verwandeln sollen. Ja, der zeigt ja auch der Eremit an, die wir beleuchten sollen, die Schatten, damit das Licht hell strahlen kann. Und wir jetzt endlich Raum schaffen für diese Hochzeit. Denn dies ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe, gegenseitigem Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten, geliebtes Wesen. Du gehst also in Riesenschritten und in Schnelligkeit auf eine wahre Hochzeit von zwei Seelen, ja, die Seelenverbindung, Seelenpartner, die hier zueinander finden wollen, möchten und auch werden, indem du Raum schaffst für das Neue, weil du Altes, was nicht mehr dienlich ist und was aufgelöst werden muss, loslässt. Ja. Ja, wahre Hochzeiten kommen hier auf dich zu, auf uns zu, und seid dankbar, auch, ne, die Dankbarkeit, die hier auch angesprochen, seid dankbar, dass diese Möglichkeiten in eurem Leben sind, dass das Herz weiß, wo soll es hingehen.
wo sehnt sich mein Herz nach und diesen Weg zu gehen, damit wir hier in dieser Hochzeit in Liebe, Frieden und Harmonie und auch Wachstum der Liebe, ja, ankommen. Dass die Liebe auch die Chance und die Möglichkeit hat zu wachsen, weil wir uns begegnen, weil wir miteinander reden, weil wir in die Kommunikation kommen. Und dadurch kann Altes auch in Seelenbeziehungen bereinigt werden, kann gehen, weil es nicht mehr dienlich ist. Ja, es hat sich, könnte man auch sagen, ja, um hier in diese Hochzeit hineinzukommen. In diesem Sinne wünsche ich euch in diesen schweren Zeiten alles, alles Liebe und Gute. Bleibt bei euch, habt vor allen Dingen Vertrauen zu euch selber, dass ihr das schaffen könnt, was ihr jetzt in eurem Leben bewältigen müsst. Habt Vertrauen, dass ihr die Erkenntnisse in euch findet. Und dass die Erkenntnisse euch finden, dass ihr genau wisst, in euch selber, weil die Antwort liegt schon in euch, was ist jetzt zu tun? Was ist der nächste Schritt, um da die Treppe raufzugehen in meiner Entwicklung, um in meiner Hochzeit anzukommen? Alles, alles Liebe, ihr Seelen. Ganz liebe Grüße von Herz zu Herz von mir. Und wir werden uns in Gedanken begleiten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Engel Christiane.